Ich habe hier heute zwei besondere Abfüllungen aus dem Hause Beam auf dem Tisch. Schon im Namen haben beide eine gewisse historische Bedeutung, was es damit auf sich hat und wie die beiden schmecken gleich. Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Jim Beam Repeal Batch und Old Tub Bottled in Bond. Aber ihr seht schon, der White Label lauert hier schon auf seinen Moment. Wir werden mal sehen, ob er noch zuschlagen wird und auch hier im Glas landen wird zum Vergleich. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Fangen wir an mit dem Jim Beam Repeal Batch. Ich schenke ihn schon mal ein. 43% Alkohol. Da haben wir schon die erste Abweichung natürlich vom White Label. Nicht kühl gefiltert. Das wäre dann auch schon die zweite Abweichung. 4 Jahre alt. Das ist so wie der White Label. Also nicht länger gereift. Offenbar auch keine besondere Fassauswahl, sondern einfach nur White Label mit eben diesen veränderten Rahmendaten. Seit 2018 ist der auf dem Markt und ja, das Wort, der Begriff Repeal zu Englisch oder von Englisch auf Deutsch übersetzt, aufheben, außer Kraft setzen, in diesem Falle ein Gesetz, nämlich die Prohibition. Repeal, also es gibt auch den Repeal Day, das war der Tag der Aufhebung der Prohibition am 5. Dezember 1933 und darauf spielt das hier an. 2018, ich nehme dann mal an, im Dezember 2018 erschienen, nämlich ja zum 85. Jahrestag zum Ende des Endes der Prohibition. Ja, schöner Anlass, wie ich finde. Ich habe hier natürlich jetzt, wie ihr seht, nur Samples, ein sehr großes, ein sehr kleines. Da habe ich halt, das ist mir halt so in die Finger gefallen. Ja, der Old Tub, ach, mal sehen, wie sich das hier so im Glas macht. Naja, ich gebe zu, das ist nicht viel. Und ich habe ihn vorher noch nie probiert. Also das ist alles, was ich davon bekommen habe. Mal sehen, wie da so der Eindruck ausfällt. Aber ja, Old Tub, Bottled in Bond. Also klar, 50% Alkohol. Ebenfalls nicht kühl gefiltert. Beides sind Traditionsabfüllungen und die Kühlfiltration ist ja eine Technik, die erst in den 60ern, glaube ich, erfunden wurde. Ein Richtwert ist so 46%, also über 46% ist es nicht mehr nötig, aber bei Bourbons, die weniger als 46% Alkohol haben, heißt es, dass wenn sie kalt werden, dann flocken sie manchmal so ein bisschen auf und werden trüb. Und um das eben einzudämmen, hat man die Kühlfiltration. Und ja, in den 80ern und 90er Jahren wurde Japan ein sehr wichtiger Absatzmarkt für Bourbon. Und den Japanern heißt es, ist das unangenehm aufgefallen, dass der Bourbon eben trüb und manchmal ein bisschen flockig wurde, wenn er kalt wurde. Und da hat man dann reagiert und die Bourbons mit eher wenig Alkohol dann eben vermehrt kühl gefiltert. Das hat sich erst so richtig in den 80ern und 90ern durchgesetzt. Und das mag auch der Grund sein, warum man da hier drauf verzichtet hat. Denn beide Abfüllungen spielen ja an auf eine Zeit deutlich davor. Also hier Prohibition, Ende der Prohibition, 30er Jahre. Und hier gehen wir noch weiter zurück. Old Tub. Das war nämlich der Name eines Whiskys, den die Beam Distillery im späten 19. Jahrhundert vertrieben hat, also hergestellt hat und eben verkauft hat. Es spielt also an aufs späte 19. Jahrhundert und entsprechend natürlich nicht kühl gefiltert. Tatsächlich sogar auch nicht Carbon gefiltert, so wie ich gelesen habe,
hat man hier nur die Partikel, noch die Holzstücke, die so drin schwammen nach der Reifung, irgendwie rausgefischt. Also eine ganz, ganz, ganz grobe Filterung. Ja. Der Carbonfilterung sagt man meiner Meinung nach sowieso gar nicht so sehr nach, dass es den Geschmack deutlich verändert. Ein bisschen anders ist es bei der Kühlfiltration, da sagt man schon, dass da auch tiefe Aromen, schöne Geschmäcker verloren gehen können. Und auch die bisherige Erfahrung, die wir so gemacht haben mit teilweise kühlgefilterten Produkten und nicht kühlgefilterten im Vergleich, also da denke ich jetzt natürlich sehr an Rare Breed. Da hatten wir mal so ein Video, Rare Breed Non-Chill-Filtered gegen Rare Breed Chill-Filtered, und da war schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Der nicht kühlgefilterte hatte da deutlich mehr Tiefe und ja, deutlich schwerere Aromen. Ja, ich habe jetzt die Flaschen leider nicht auf dem Tisch. Beide sind, finde ich, ganz schick, irgendwie ein bisschen retro, irgendwie so ein bisschen altmodisch gestaltet, passend zum Anlass, das ist ja Traditionsabfüllungen sind. Wir beginnen mit dem Repeal Batch. Wie gesagt, 43% Alkohol, nicht kühl gefiltert, 4 Jahre gereift. Das ist meine allererste Begegnung mit dem. Ja, also durchaus vertraute Noten, also so also Mais, süß. Bisschen Honigsüße, leicht nussig. Bisschen geschmeidiger so. Ich mach's jetzt einfach hier. Er hat gelauert und er wird eingeschenkt. Einfach mal als Vergleich. Tja, also der Vergleich ist jetzt völlig, das ist einfach so, als würde man, das ist viel weniger, viel weniger. So, als würde, wir wären unheimlich weit weg vom Glas, weil, ja. Ja, viel intensiver. Ja, ganz gut, den Vergleich zu machen. Fruchtig tatsächlich auch, so ein bisschen, das führt so ein bisschen weg von diesen gewohnten Beam White Label Noten. Ja, also nicht sonderlich aufregend, aber angenehm, schön. Schon so, dass ich mich jetzt frage, ja, wo geht's noch hin? Cheers. Also erster Eindruck einfach nett. Nett. Ja, also Mais, Maiskörper, Maissüße, bisschen Vanille. Wenig Karamell, brauner Zucker. Wir gehen also nicht so sehr in diese tieferen Fassnoten. Was heißt Fassnoten? Aber für mich ist Karamell, brauner Zucker ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer und so, ne? Nein, nein, es bleibt höher. Es bleibt Vanille, Mais, bisschen Honig. Ja, ein bisschen Würze dann auch nach hinten. Moment mal.
der Abgang recht schnell, recht kurz. Es bleibt so ein Gefühl zurück im Mund, so ein Gefühl, ich habe gerade Alkohol getrunken. Aber nicht unbedingt eine Aromenfracht. Aber es klingt so aus mit diesen Noten, mit den bereits genannten Noten. Also durchaus ganz nett. Es erinnert mich ein bisschen an den Jim Beam Single Barrel mit 47,5% waren das, glaube ich, bei dem. Ne? Erinnert mich ein wenig an den. Hat natürlich weniger Alkohol, merkt man auch. Ist aber ein bisschen schöner, ein bisschen runder, ein bisschen voller. Wenn ihr unsere Videos gesehen habt, dann wisst ihr, wir sind nicht Riesenfans von Jim Beam Single Barrel. Aber es macht einen gewissen... Es erinnert an den mit 47,5, aber nicht ganz so kräftig. Ein bisschen runder, aber ein bisschen gefälliger. Letztlich schöner, finde ich. Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Unverkennbar Beam, absolut. Würde ich, glaube ich, sogar blind erkennen als Beam. Und jetzt einmal kurz der Griff zum White Label. Stellen wir hier oben hin. Ja, Aroma so gut wie gar nichts. Das ist jetzt im Vergleich einfach ganz wenig. Cheers. Ja, also ein Hauch dessen, was der hier ist. Trinkreihenfolge ist jetzt natürlich nicht klug gewählt, da hätte man mit dem anfangen sollen, aber ich wollte nicht mit dem anfangen, ich wollte hier mit den Protagonisten anfangen. Oder mit einem der Protagonisten. Von daher sei mir das verziehen. Ja, also rundum besser, der Repeal, wirklich. Ich mache ein bisschen Wasser und Knabberpause und dann geht's zum Old Tub. Ich bin sehr gespannt, Old Tub, auch mit dem hier meine erste Begegnung. Ich habe noch nicht mal dran gerochen jemals, also ja. Ich muss hier mit einer kleinen Menge Vorlieb nehmen, aber hoffen wir einfach mal, das reicht. Old Tub Bottled in Bond. Nochmal die Rahmendaten. 50% Alkohol, klar, Bottled in Bond. 4 Jahre alt. Also mindestens 4, auch klar. Aber es heißt auch wirklich, er ist 4, also viel mehr hat er wohl nicht. Nicht kühl gefiltert und tatsächlich auch nicht Carbon gefiltert. Das ist schon recht ungewöhnlich. Versuche das ganze Glas zu benetzen, um hier das Aroma gleich bestmöglich mir zu geben. Ja, okay. Puh. Relativ scharf. Boah, vielleicht hänge ich den Rüssel auch zu tief rein gerade, aber... Nee, doch, es ist scharf, also... nicht scharf, aber... Ich hab recht wenig Tiefe, also es ist nicht so, dass, oh, hier kommen Aromen, die mich umschmeicheln. Nein, nein, es ist so, ja, der Grundkörper, wie immer, wie hier im Grunde auch, so, ne? Bisschen Mais, bisschen eine gewisse Süße, so ein bisschen Mais-Süße, Honigsüße, bisschen Vanille.
Ja, das ist irgendwie alles da, aber dann so der Punch auch. Das ist so, puff, das kommt hier so, Das ist natürlich der recht, also im Vergleich dazu, hohe Alkoholgehalt. Aber also in der Nase würde ich sagen, er trägt mir nicht genug. Es ist irgendwie nur so als Punch, nur so als Schärfe, als Kraft, als hohle Kraft da. Das ist jetzt so mein Naseneindruck. Naja, cheers. Okay. Ja, interessant. Also wir haben die Grundnoten, wie auch beschrieben hier, plus ein bisschen mehr was Getragenes. Also so Anklänge von Eiche. Aber ich will wirklich betonen, Anklänge. Es ist beileibe kein Eichenschrank. Keine Eiche ist. Also nicht viel Holz. Es ist nur so ein bisschen mehr. Plus ein bisschen mehr Würze. Also so. Na, was denn? Jetzt muss ich leider schon den letzten Schluck nehmen, Leute. Also ein bisschen so Muskat, Zimt, so Weihnachtsgewürze. Das ist auch mehr da. Und jetzt hätte ich gern noch ein bisschen mehr, aber das hat sich heute hier nicht ergeben. Aber ja, der Abgang ein bisschen wärmer als hier, ein bisschen länger, ein bisschen mehr so diese beschriebenen Gewürze auch. Zimt, Nelken, Muskat. Aber auch hier deutlich die Beam-Noten, wie sie auch hier beschrieben waren. Aber einfach ein bisschen tiefer, ein bisschen kräftiger. Ich komme mal jetzt zu meinem Fazit, auch die Preise oder den Preis einbeziehend. Den Jim Beam Repeal Badge, den gibt es in Deutschland, aber nicht unbedingt zu guten Konditionen. Das kann man nicht sagen. Also Entschuldigung. In den USA kostet er circa 15 bis $20. Also günstig. Und hier, wenn man ihn hier dann haben will, ein paar Läden haben ihn wohl hier und da mal, also Online-Shops. Wir liegen bei 60 Euro. 60 Euro ist er nicht wert. Sag ich einfach mal ganz direkt raus. Nein, 60 Euro, nein. Das ist. Also klar, wer ihn unbedingt haben will und so und sonst nicht rankommt, na gut. Aber wenn wir von Wertigkeit sprechen und Vergleichbarkeit mit anderen, nein, nein, nein. Nicht für 60 Euro. Für 20 Euro, 15 bis 20 Euro, wenn wir jetzt mal sagen, die US-Preise in Euro, mal so als fiktive Zukunft, vielleicht ja mal irgendwann, wenn er regulär, also wenn er in großer Zahl ankommt. Ja, kann man machen. Also da würde ich dann sagen, wenn man Beam eh mag und einfach mal ein Jim Beam White Label deutlich besser will, ja. Wir haben natürlich schon ganz solide Beams, Double Oak, Jim Beam Black. Ne? Das sind ja recht nicht allzu aufregende, aber ganz gute Beam-Produkte, wo auch Beam draufsteht, die deutlich über dem White Label qualitativ liegen, sage ich. Aber das hier ist schon nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, der Repeal. Also der wäre dann auch ein paar Euro mehr als die wert. Das ist mein Fazit dazu. Zu dem Old Top. Der liegt in den USA bei so ungefähr $20 oder auch knapp über $20. Also ist ein bisschen teurer als der hier. In Deutschland, boah, ich glaube gar nicht. Also der mag mal bei Auktionen auftauchen oder irgendwie mal ganz besonders. Oder war er nicht auch mal in dem einen oder anderen Shop? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht wisst ihr das. Und wenn, dann weiß ich die Preise schon gar nicht. Also da kann ich jetzt den Preisen hier, wenn es da mal was gab, gar nicht sagen.
Ein Vermögen würde ich dafür auch nicht ausgeben, für den Old Tub, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir, sagen wir mal, wir würden so bei 20 bis 30 Euro liegen, 20 bis 25 Euro, würde ich sagen, ja. Also das war schon irgendwie ganz nett, diese Beam-Noten. Ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Kraft auch. Ich fand ihn zum Beispiel jetzt, also die kleine Menge, die ich hier probieren konnte, fand ich zum Beispiel schon mal interessanter und besser als den Jim Beam Single Barrel. Also egal jetzt, sowohl den mit 47,5 als auch den mit 54. Also da fand ich das hier besser. Was ich aber nicht merke, ist, dass der jetzt nicht kühl gefiltert und nicht Carbon gefiltert ist. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie, oh wow, was für eine Tiefe kommt da denn? Nee, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie bemerkenswert auffällt. So im Vergleich zu irgendwelchen anderen Sachen. Von daher, ja, also würde man günstig rankommen und wenn man Beam-Fan ist, ja. Aber so Knob Creek würde ich deutlich höher ansiedeln. Also Knob Creek gefällt mir besser als Old Tub. Auch Old Granddad, da sind wir zwar bei einer völlig anderen Mashbill, das ist ein High-Ripe-Bourbon, aber der Old Granddad Bottled in Bond mit 50%, auch den würde ich höher einsiedeln als den Old Tub. Aber dennoch, ne? Also wie gesagt, in den USA $20 und das in Euro, sagen wir mal 20 Euro oder ein bisschen mehr, wäre auf jeden Fall, wäre noch okay. Ja, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen gemacht mit dem Jim Beam Repeal Badge oder auch mit dem Old Tub Bottled in Bond, dann lasst gerne mal eure Meinung da. Das hier war meine. Mal schauen, ob die auf längere Sicht in Deutschland verfügbar werden oder auch besser verfügbar. Denn wie gesagt, für wenig Geld fände ich die beide durchaus solide. Ich freue mich aufs nächste Video und sage bis dann bei The Bourbon Diaries.